Hi Leute, willkommen beim Phantasis Studio und willkommen zu einer neuen Projektvorstellung. Diesmal mit einer großen Slaanesh-Armee für Warhammer Age of Sigmar, beziehungsweise, ja, ihr seht, die Modelle sind noch eckig basiert, auch für Warhammer Fantasy oder andere Systeme einsetzbar. Wir haben hier wirklich eine riesige Auswahl an Modellen. Insgesamt sind es hier über 150 Modelle in Summe. Und die Modelle wurden alle auf Level 4 bzw. teilweise auch auf Level 5 bemalt. Es ist eine Riesenauswahl, zumal die Modelle auch teilweise von anderen Herstellern sind. Wir haben jede Menge GW-Modelle. Wir haben unglaublich viele Barbaren, Reiter, Kavallerie. Hier sind einige, was ist das, Höllenhunde, Bluthunde des Korns, Charaktermodelle. Korn, was sage ich denn da? Slaanesh, Chaoshunde, jetzt haben wir es. Wir haben einen Streitwagen, wir haben jede Menge Ungors, ich glaube, das hier sind allein 30 Ungors. Wir haben teilweise gemischte Modelle, GW-Bausätze mit Bits von verschiedenen anderen Herstellern. Wir haben die Chaos-Barbaren bzw. Marauders von Avatars of War, aus Resin sind die, glaube ich. Hier vorne haben wir einen Manticore mit einem austauschbaren Reiter. Dann haben wir da hinten einen sehr schönen Chaos-Schrein. Der Kunde hat uns teilweise sehr ausführliche Anleitungen gegeben, wie die Modelle gebaut bzw. umgebaut werden sollen. Zum Beispiel hier beim Chaos-Schrein. Da sind ganz andere Besatzungsmitglieder drauf. Da sind so ein paar verschiedene, ja, Sklavinnen, eine Hexe, alles ein bisschen blutig, Slaanesh-mäßig. Wir haben den alten Keeper of Secrets. Das Modell. Aber wir haben auch tatsächlich das andere neue Modell, das heißt neu, das etwas größere Modell von Forgeworld haben wir hier. Auch das sehr, sehr cool umgebaut. Die ganze Armee, wie hat es der Kunde so schön gesagt, FSK 18. Also die ganze Armee auch vom Farbschema her, von der Bemalung her und von den ganzen schmutzigen Details her. Alles ein bisschen härter. Ist dieses Video noch safe for work? Ich weiß es nicht. Na, ich denke ja schon. Auf jeden Fall, die Details könnt ihr euch dann angucken in unserer Bildergalerie. Auf www.phantasos-studio.de. Da kommt ihr zu unserer Bildergalerie und könnt euch die ganze Armee nochmal in Ruhe ansehen. Ja, was haben wir denn hier noch? Wir haben jede Menge Dämonetten. Dazu zahlreiche Dämonetten, die beritten sind. Wir haben Streitwegen, wir haben erhabenen Streitwagen. Das ist ein Monstrum, dieser erhabene Streitwagen mit den ganzen Zahnrädern und Zacken drumherum. Sehr aufwendig das Ganze. Wir haben hier hinten einen sehr netten Umbau. Da ist so ein kleiner Stormcast überrollt worden von dem Streitwagen, der liegt da drunter. Wir haben noch zahlreiche weitere Umbauten, die für verschiedene Modelle stehen. Wir haben hier diesen, das ist glaube ich die Medusa von den Dunkelelfen, die umgebaut wurde. Und da ist einiges an Arbeit reingeflossen. Wir haben hier vorne, ich glaube, das ist der, wo ist er denn da? Der Siegwald. Der ist so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, Non-Metallic Metal bemalt worden, die Rüstung. Auch eine schöne kleine Besonderheit. Und hier vorne sind noch diese ganzen kleinen süßen Familias, auch alle entsprechend vom Farbschema angepasst. Sehr cool zum Auflockern der ganzen Armee. Ja, noch zahlreiche weitere Charaktermodelle überall. Wir haben noch hier die Chimäre, an der bin ich schon vorbeigerollt. Auch ein sehr, sehr cooles Modell. Wir haben, das hatte ich dann noch, ein paar Fiends aufs Slaanesh. Da kommen ja demnächst neue Modelle. Naja, gut, die sind noch rechtzeitig fertig geworden. Wir haben einen Zygor. Der versteckt sich hier hinter all diesen Chaos-Barbaren, den berittenen, unglaublich vielen. Und das Besondere an dieser Armee kann man auch sagen, ja, Slaanesh, es ist halt auch so, dass ja, Rosa-Pink irgendwie in die Armee eingebaut werden soll, muss. Ohne dass es lächerlich wirkt, ohne dass es übertrieben ist, und ich glaube, das ist hier den Künstlern auf alle Fälle gelungen. Also es ist ein sehr schönes, einheitliches Farbschema. Trotzdem unterscheiden sich die ganzen Einheiten ein bisschen. Durch die Banner hat man auch nochmal die Farbe so ein bisschen in den Vordergrund gedrängt. Und teilweise gibt es eben so abgefahrene Sachen, wie hier zum Beispiel diese pinke Axt, die aber trotzdem sehr, sehr cool zu diesem ansonsten sehr dunklen und schwarzen Streitwagen passt. Dazu ein paar Blutdefekte, muss bei Chaos einfach sein. Eine relativ helle Hautfarbe als Kontrast zu dem ganzen Pink und zu dem Dunkel. Und ach ja, hier haben wir noch den Slambo. So sieht er übrigens dann mal als Slaanesh-Variante aus, dieses Sondermodell. Auch sehr, sehr cool geworden. Und ich glaube, mit dem Gröbsten bin ich jetzt durch. Ja, wie gesagt, auf unserer Webseite könnt ihr euch in Ruhe die ganzen, das ist ein sehr cooles Detail auch, dieser Typ hier, der gerade den Kerl ja, hochhebt und wirkt.
Ja, wie gesagt, auf unserer Webseite in der Bildergalerie könnt ihr euch noch die ganzen Fotos von der Armee ansehen. Über 150 Modelle, Level 4-5 Mix, das ist schon keine kleine Armee und das ist auch etwas kostspieliger, kann man schon so sagen. Ja, ich hoffe, die Armee hat euch als Inspiration gedient. Und falls ihr Interesse habt, auch mal irgendein Projekt bei uns zu machen, dann könnt ihr uns einfach kontaktieren. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Webseite oder ihr schreibt uns einfach eine Mail, info@phantasos-studio.de, oder ihr ruft einfach an oder macht einen Termin aus und kommt hier bei uns im Studio vorbei. Ja, das ist das, was ich euch heute zeigen wollte und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao!